Hallo und willkommen bei Martins Music Lessons. Das Thema des heutigen Tages ist Modal Interchange. Modal Interchange nennt man eine Technik, mit der interessante Harmonien in einem Stück generiert werden können, das in Dur oder Moll steht meistens. Und diese Harmonien zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht leitereigen sind, aber interessant klingen und doch einen Bezug zum Grundton haben. Das Prinzip ist leicht erklärt. Ein leitereigenes Stück in zum Beispiel der Tonart F-Dur hat 7 leitereigene Akkorde, die bekannten auf den 7 Stufen. Major 7 auf der ersten Stufe. Ich sage gleich in der Tonart F als Beispiel F-Major 7, G-Moll 7, A-Moll 7, B-Major 7, C7, Dominant-Sept-Akkord, D-Moll 7, E-Halb vermindert und das war's schon. Aus diesen 7 leitereigenen Akkorden kann man schon einige interessante Akkordverbindungen generieren, die sogenannten Kadenzen, wie zum Beispiel 2-5-1 und 1-4 oder 3-6, 2-5, Dinge, von denen ihr hoffentlich schon reichlich gehört habt. Wenn wir bei der Analyse eines Stückes die leitereigenen Akkorde identifiziert haben, und das sollten wir an erster Stelle tun, bleiben oft noch Dominant-Sept-Akkorde übrig, die einen hörbaren Bezug zu den leitereigenen Akkorden haben, aber nicht Teil dieser 7 Akkorde sind. Da liegt die Vermutung nahe, dass es sich da um sogenannte Sekundärdominanten handelt. Das Thema werde ich mal extra behandeln. Oder um Tritonussubstitute zu diesen oder von diesen Sekundärdominanten. Sogenannte Sub-Fives auf gut Englisch. So, wenn dann immer noch Akkorde übrig bleiben, die wir nicht einordnen können, ist der Verdacht oft naheliegend, dass es sich ja um Modal Interchange handelt. Und beim Modal Interchange werden Akkorde aus einem, das ist quasi jetzt die Definition, werden Akkorde aus einem anderen Mode ausgeliehen mit demselben Grundton. Beispiel F-Dur, ein Stück in F-Dur hat als Grundlage die Tonart und die Tonleiter F-Dur und die 7 Töne, die die umschreiben und diese leitereigenen Akkorde, die ich gerade vorhin gespielt habe. Ein anderer Mode von F wäre zum Beispiel F-Eolisch. Statt F-Dur, Eolisch. Und in F-Eolisch entstehen natürlich andere leitereigene Akkorde als in F-Dur. Nämlich auf der ersten Stufe F-Moll 7, auf der zweiten Stufe G halb vermindert, auf der dritten As-Major 7, auf der vierten B-Moll 7, auf der fünften Stufe C-Moll 7, auf der erniedrigt sechsten Stufe Des-Major 7 und auf der erniedrigt siebten Stufe S-7. Okay, das ist jetzt sozusagen der Topf aus leitereigenen Akkorden von F-Eolisch, derer man sich bedienen könnte. Das bedeutet, wir sind in F-Dur, haben da irgendwelche leitereigenen Akkorde und dann nehmen wir einen aus F-Eolisch, B-Moll 7 zum Beispiel oder S-7. Und das Coole an diesem Tool ist, jetzt auch aus der Sicht der Komponisten betrachtet, die sind jetzt interessant, die Akkorde, aber sie klingen jetzt nicht komplett wie vom anderen Stern, sondern sie haben irgendeinen Bezug zur Tonart, zum Grundton F. Darin besteht sozusagen ihre besondere Qualität. F-Eolisch ist ein sehr beliebter Mode oder Ausgangsmode für Modal Interchange Akkorde, allerdings nicht der einzige. Es kann auch melodisch Moll sein, es kann phrygisch sein, vieles ist denkbar. Ich stelle euch nachher eine kleine Übersicht vor, in einem PDF und erläutere das ein bisschen. Dann seht ihr so typische Modal Interchange Verbindungen.
Okay. Die Beispiele, die ich jetzt noch vorstellen werde, sind aus Stücken, die ihr vielleicht kennt oder auch nicht. Erstes Beispiel. Sind in der Tonart F-Dur. Es gibt ein Stück von der Fusion Jazz Rock Band Spirogyra, was relativ viel Harmonien hat. Das heißt Morning Dance. Und das ist in F-Dur. Ganz zufällig. Und das geht so. F-Major. Erster Akkord. Selbe Akkord mit Terz im Bass. F-Major mit A im Bass. Dann B-Moll 7. S7. Da sind wir wieder in F. Der Rest ist jetzt nicht so wichtig für uns. F Major oder F6. Mit Terz im Bass ändert sich F mal 7. S7. Okay, es ist äolisch, der Mode, aus dem es entnommen wird. Die zweite Hälfte von dem A-Teil ist eigentlich die banalere, weil sie ganz diatonisch ist. Da kommt erste, dritte, vierte, fünfte Sus. Die Frage, die wir uns beim Analysieren stellen, ist natürlich, okay, wir haben einen Verdacht, es handelt sich hier möglicherweise um Modal Interchange, aber aus welchem Mode? Dazu geht man wie folgt vor. Wir machen uns mal kurz bewusst, wir sind in welcher Tonart und welche Töne hat diese Tonart. F-Dur hat diese 7 Töne, brauche ich nicht erklären. Und jetzt haben wir den ersten Akkord, der verdächtig ist, B-Moll 7. B-Moll 7 hat die Töne B, ist in F-Dur enthalten, Des ist nicht in F-Dur enthalten, F ist in F-Dur enthalten und As ist nicht in F-Dur enthalten. Das heißt, diese beiden Töne sind tonartfremd. Jetzt suchen wir den F-Mode, der As und Des beinhaltet. Und da ist nach kurzem Nachdenken, müsste man eigentlich drauf kommen. Kommt eigentlich äolisch in Frage. Interessant ist, wir könnten auch sagen, dass F-Phrygisch hat ja auch diese beiden Töne. Da empfiehlt es sich aus Erfahrung, dass man zum Improvisieren und beziehungsweise zum melodischen Gestalten von diesen Modal Interchange Akkorden die Skala nimmt, die am nähesten an der Ausgangstonart ist. Und das ist in dem Fall äolisch und nicht phrygisch. Der Ton Ges aus F phrygisch würde ziemlich fremd klingen dort. Oder? Merkt ihr? Zweites Beispiel. Es gibt einen schönen Jazz-Standard, der heißt Here's That Rainy Day. Wird in verschiedenen Tonarten gespielt. Zum Erklären mache ich es mal in C-Dur. Erster Akkord ist C-Major. Entschuldigung, die Quint ist in der Melodie. Dann kommt S7. Ist schon mal nicht in C-Dur. As-Major 7. Major 7. Dann sind wir D-Moll. Der Rest ist jetzt nicht so wichtig. Das heißt, wir haben gleich nach dem ersten Tonika-Akkord C-Dur vier Akkorde, die offensichtlich nicht aus C-Dur sind. Nämlich nochmal nach C-Major S7. As Major,
Death Major. Und dann sind wir wieder in C-Moll. Wir machen dasselbe Schema wie vorhin, beziehungsweise denselben Weg, um herauszufinden, was das bedeutet. S7 hat S nicht aus C-Dur, G schon in C-Dur enthalten, B und Des. Das heißt, wir suchen einen C-Mode mit S, B und Des. Und da gibt es jetzt phrygisch. Wenn man ein bisschen einen Blick dafür hat, dann merkt man, dass S7 As Major, Des Major und Ges Major einiges gemeinsam hat, nämlich sie sind eigentlich insgesamt aus einer anderen Tonart, nämlich aus As-Dur. Es ist eigentlich in As-Dur 5. Stufe, 1. Stufe, 4. Stufe. Diese drei Akkorde, Entschuldigung, drei sind es. Und jetzt könnte man berechtigterweise fragen, ja, ist es nicht eine Modulation nach As-Dur? Und wenn das jetzt jemand so analysiert und so interpretiert, kann ich dem nicht widersprechen. Nur ist der Unterschied vielleicht der, dass es sich in den leitereigenen Akkorden so sehr elegant einfügt und der Bezug zum Grundton C vorhanden ist, weil es eben einen Mode von C gibt, der all diese Akkorde beinhaltet. Es wäre zum Beispiel was anderes, wenn genau dieselbe Sequenz aus A-Dur-Akkorden bestehen würde. Denn in A-Dur kommt gar kein C vor, also ist da relativ schwer, den Bezug zu C herzustellen. Das wäre eine klassische Modulation. Und klingt auch out, mehr out, muss man sagen, dadurch. Also das ist wirklich eine andere Tonart. Und so klingt das irgendwie. Harmonisch fügt sich das hinein und klingt trotzdem irgendwie spannend. Was ihr hier seht, ist eine Übersicht über Modal Interchange Akkorde. Und zwar hier in der ersten Zeile in Blau seht ihr als Beispiel Ausgangstonart F-Dur. Die blauen Akkorde sind die 7 leitereigenen Akkorde in F-Dur. So, hier drunter seht ihr mögliche Modes von, mit demselben Grundton, mit dem Grundton F, aus denen man Modal Interchange Akkorde sich ausleiht. Ein Beispiel mixolydisch. Die sind die gut klingenden, habe ich mal mir erlaubt, fett zu schreiben. Und die ganz klassischen sind fett und rot. Alle anderen sind durchaus wert, ausprobiert zu werden. Ihr seht auch, dass zum Beispiel in mixolydisch gibt es sehr viele Übereinstimmungen. Hier auf der 2. Stufe, da ist in mixolydisch der gleiche Akkord. Auf der 4. genauso und auf der 6. logischerweise. Überall, wo der Ton S nicht vorkommt, ändert sich ja nichts. Das heißt aber, wir haben auf 3 Positionen andere Akkorde, die interessant klingen. Hier A halb vermindert auf der 3. Stufe, C Moll 7 statt Dominant Sept auf der 5. Stufe und sehr interessant auf der erniedrigt 7. Stufe ein S Major 7. Das heißt also, in der Praxis spielen wir irgendwas hier im Bereich der leitereigenen Akkorde in F-Dur, springen dann zum Beispiel für ein oder zwei Takte auf S Major 7 und hier wieder zurück ins leitereigene Material. Dann haben wir einen klassischen Modal Interchange. Nächste Zeile ist lydisch. Lydisch ist, hat auch, ich gehe jetzt mal die fettgedruckten gleich durch, hat zum Beispiel auf der erhöhten 4. Stufe, also auf gesprochen H, halb vermindert, H mol 7 B5 oder B natural, einen interessanten Modal Interchange Akkord, der sich sehr elegant in einen leitereigenen Kontext fügt. Es gibt ein Stück von Jaco Pastorius, dessen Titel mir
gerade nicht einfällt. Das läuft so, das ist erste Stufe, dann kommt dieser Akkord und der führt dann auf den eigentlichen leitereigenen vierten Stufe Akkord Major 7, den wir gewöhnt sind. Oder ein Halbton unter dem Grundton E-Moll 7. Normalerweise ist ja da halb vermindert. Und so weiter. Hier habe ich einen Schreibfehler. Bitte das zu korrigieren. Ich werde es noch korrigieren. Es ist nicht, da gehört nicht lydisch hin, sondern Locrian is not useful. Eine wichtige Bemerkung noch. Wenn derselbe Akkord in mehreren Modes vorkommt, hier zum Beispiel B7, gibt es in melodisch Moll und in dorisch, dann empfiehlt sich zum Improvisieren und auch jetzt fürs Komponieren von Melodien der Mode zur Verwendung eher, der näher an der Ausgangstonart ist. Also hier schauen wir mal die Unterschiede an. F melodisch Moll unterscheidet sich von F Dur ja nur in einem Ton, nämlich statt A haben wir As. Das heißt, hier haben wir die Töne B, D, F und As und Skalentöne dazwischen noch C, E in dem Fall und G. Und hier wäre ein Skalenton S vorhanden. Und ihr werdet es merken, wenn ihr das ausprobiert, das S klingt da nicht so toll an der Stelle. Ist eher ein Fremdkörper. Immer dann, wenn Melodien die eigentliche Tonart verlassen, ist es auffällig. Unser Gehör ist so geprägt von Dur und Moll, dass uns die Töne als selbstverständlich und normal vorkommen, die in der Tonart sind, die sich mal in unserem Ohr etabliert hat, und alle anderen klingen ein bisschen fremd, was ja auch durchaus interessant und gewollt sein kann. Okay, das Prinzip ist, glaube ich, klar. Ihr seht schon, ein ganz beliebter oder der Mode vielleicht mit den häufigsten Anwendungen für Modal Interchange ist phrygisch. Das heißt, ein Wechsel von F Major auf F Moll 7 und zurück wieder ist eine sehr einfache und sehr effektive Art, die Farbe in der Tonart zu ändern. Es ist eigentlich der direkteste Modal Interchange. Wir wechseln von F Dur nach F Moll und wieder zurück. Dann hier dieser F Moll Ges Major 7 ist im Prinzip das Beispiel wie bei You Stepped Out of a Dream. Auf der erniedrigt dritten Stufe ein Dominant Septa Chord ist eigentlich wie in Here's the Rainy Day und so weiter. Auf der vierten Stufe ein Moll-Akkord und ist auch sehr beliebt und so weiter. Äolisch auch. Äolisch ist ganz klassisch. Sie können eigentlich auch alle rot. Vielleicht sollte ich dieses kleine PDF noch mal ein bisschen überarbeiten. Aber ich glaube, im Prinzip illustriert das relativ gut, wie die ganze Sache funktioniert.